Hallo Leute, da sind wir wieder. Tata ist wieder da. Wobei, manche Leute sind da traurig, dass ich den Spruch nicht gemacht habe. Hallo Leute, hier ist Tata und heute gibt es wieder ein Video von mir. Und es ist immer noch Weihnachten. Heute, wenn ihr das Video sehen könnt, ist Sonntag, der 23.12.2018. Und es gibt das zweite Video des Weihnachtsspecials. Ihr seht schon hier, es geht um die Map. Die Kalifen spielen überhaupt keine Rolle, die sind bloß das Platzhalter auf der Map. Und ihr seht schon ein bisschen was auf der Map hier in dem Screen. Was seht ihr? Ihr seht, es sind vier Positionen. Überraschung, es gibt vier Weihnachts-KIs. Das passt. Ihr seht einen Weihnachtsbaum. Ihr seht Geschenke unten drunter. Und ihr seht hier oben weiße Punkte. Ihr seht hier ein paar Bäume. Ihr seht hier einen Fluss und noch einen Fluss. Und ihr könnt euch jetzt vielleicht schon denken, worauf das hinausläuft. Aber ich zeige es euch einfach. Wir gehen hier mal rein. Wie gesagt, beachtet die Kalifen nicht. Ich kann hier eine beliebige Geschwindigkeit einstellen. Vergleichen wir mal die zwei Startpositionen des Kalifen. Oder vielleicht, bevor wir das machen, zeigen wir einfach die Map im Ganzen. Also hier unten sind Geschenke. Geschenke voller Ressourcen. Wir haben Pechressourcen. Wir haben Geschenke voller Grasland. Wir haben Geschenke voller Eisen und Stein in verschiedenen Farben und Varianten. Und wir haben hier Bäume, die auf Wüstensand wachsen können. Wir haben in den Ecken ein paar Bäume, aber sehr wenig Bäume. Unten links und unten rechts. Und wir haben, ich muss gerade legen, wo sie sind, hier einmal wild. Nur einmal. Oben, anderes Spiel. Keine Geschenke. Kein Stein, kein Eisen, kein Pech, kein Grasland. Nichts. Die Geschenke sind hier unten. Das ist doch total unfair. Die KIs hier unten haben doch voll den Vorteil. Guckt euch das an, ja? Die haben hier Ressourcen, die haben hier Bäume, die haben hier sogar Wild. Wie ist denn das fair? Das liegt daran, dass hier oben mehr Wild ist. Und nicht bloß ein, zwei Wild, sondern richtig viel, so fünf oder so pro Seite. Und hier oben sind auch jetzt am Anfang schon deutlich mehr Bäume. Und oben ist näher am Baum. Jetzt denkt ihr vielleicht, das überzeugt mich nicht. Und ich sehe eure Skepsis ein. Aber ich habe das getestet. Ich habe das ausgiebig und lange getestet. Bedenkt, jede Burg hat 6 Jägerstände. Das bedeutet, wenn hier links und rechts KIs sind, geht diese Nahrung relativ schnell alle. Die stirbt einfach. Weil es nur ein Spawn ist, auf den 12 Jäger schießen. Hier oben sind 5 von diesen Dingern, auf die nur 6 Jäger schießen. Das heißt, die hier oben erneuern sich unendlich. Die hier oben links erneuern sich auch unendlich. Hier unten ist die Nahrung nach einer kurzen Zeit weg. Das bedeutet, die hier unten müssen mit 2 Oasenplätzen auskommen. Das bedeutet, mehr oder weniger sind 2 Obstfarmen. Wenn die KI es das denn schafft, das zu verteidigen. Das bedeutet, die KI unten hat einfach keine Nahrung. Mehr oder weniger sehr eingeschränkt. Ab und zu schafft es vielleicht auch mal hier oben ein Reh zu schießen, aber das passiert in der Regel dann eher selten. Dafür ist hier Stein und Eisen vorhanden. Hier oben ist kein Stein und Eisen vorhanden. Hier oben ist wie gesagt mehr Nahrung und deutlich mehr Holz. Was ist noch besonders? Das hier sind grüne Bäume auf dem Weihnachtsbaum. Ergibt ja Sinn, es ist ein Baum, er muss grün sein. So. Das sind aber Bäume, die nur auf Oasenfläche wachsen. Allesamt, alle Bäume, die hier verwendet sind, wachsen nur auf Oasenflächen. Das bedeutet, hier wird sich nichts ausbreiten. Die Bäume werden ja nicht größer. Also der Weihnachtsbaum wird nicht größer, die Bäume breiten sich hier nicht drüber aus. Das Einzige, was passieren kann, ist die Stelle hier. Der Baum kann sich hier nach ausbreiten. Das habe ich mal gesehen, dass hier auch Bäume waren. Das bedeutet aber auch, alle Bäume, die wachsen hier nicht nach, die können hier nicht wachsen. Alle Bäume hier werden früher oder später abgeholzt sein. Der Weihnachtsbaum wird abgeholzt. Und was bedeutet das noch? Dass die Bäume hier oben in den Ecken viel, viel wertvoller sind. Die Bäume hier unten werden meistens relativ schnell abgefällt. Hier in der Mitte sind noch 2, 3 Bäume. Die werden, wenn man die in Ruhe lässt, auch wirklich größer. Das sind die einzigen Bäume, die sich hier unten verbreiten können. Ihr seht schon hier, verbreitet sich. Das verbreitet sich auch auf dem hier. Also manchmal wird der Weihnachtsbaum wieder gefüllt von den Bäumen hier. Dann ist er nicht mehr so grün. Aber hey, Weihnachtsbäume werden halt manchmal, ne, weniger grün und alt. Nadeln. Wunderbar dargestellt. Das heißt, im mittleren Verlauf des Spiels ist die Nahrung hier alle. Und später ist dann der Baum hier auch hier alle. Je nachdem, welche KI ihr sitzt, wenn hier der Weihnachtsbaum, der Sultan ist, sitzt, dann sind meistens hier die Bäume, oder wo auch immer der sitzt, dann die Bäume da auch weg, sodass der Sultan auch kein Holz mehr hat, aber er hat Nahrung. Und den Sultan, der Nahrung hat und viel Beliebtheit und Religion, der geht gut ab.
Andernfalls hier unten, ne? Die KIs hier unten haben keine Nahrung, haben aber manchmal dann hier noch ein bisschen Restholz, weil sich das hier ein bisschen ausgebreitet hat. Und eben Eisen und Stein. Dadurch ist es ausgeglichen. Glaubt es mir nicht, aber es ist so. Ich habe es getestet. Ihr werdet es morgen im dritten Video sehen. Ansonsten hoffe ich, dass euch die Map gefällt. Ich hoffe, die ist nicht ganz langweilig. Ist auf jeden Fall mal ein anderes Konzept, alle Ressourcen als Geschenke unter einem Baum zu haben und vor allem Wild als Hauptnahrungsquelle einzuführen. Dafür musste ich wirklich allen Burgen Jäger geben, habe ich gemacht. Die Nahrungsquelle ist sehr unterschiedlich verteilt, oben viel mehr als unten. Unten ist schnell alle. Was ist noch wichtig? Achso, ja, generell hatte ich ja gesagt, unten gibt es wenig Nahrung, oben gibt es wenig Steine. Das führt dazu, dass die Wirtschaft nicht so stark ist. Deswegen haben eben alle KIs gute Dinge und Religion, also Religion auch weil Weihnachten ist, gute Dinge auch weil Weihnachten ist, aber denkt dran, das hat auch einen spielerischen Nutzen. Ich hoffe, euch gefällt das. Ich hoffe, ihr freut euch auf morgen. Ihr habt jetzt die KIs gesehen. Ihr habt die Map gesehen. Und ihr wisst, morgen wird ein KI-Kampf kommen. Morgen ist Weihnachten. Freut euch schon mal da drauf. Freut euch auf meinen KI-Kampf. Und dass Udwin auch noch KI-Kämpfe dazu machen möchte. Zumindest Stand jetzt. Auch auf dieser Map. Auch mit meinen KIs. Wie wir gestern gesehen haben. Das war's eigentlich zu diesem Video. Bevor der Weihnachtsbaum mir noch weiter abgeholzt wird, würde ich einfach mal sagen, wir hören hier auf, wir machen Pause und wir sehen uns dann morgen beim eigentlichen KI-Kampf. Ich wünsche euch noch eine wunderschöne Vorfreude auf Weihnachten und dann bis morgen, euer Tata.